Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute über den unstillbaren Hunger sprechen und habe da mal drei Gründe, woran das liegen kann, dass du deinen Hunger nicht stillen kannst und mehr isst, als du vielleicht brauchst und ja, dass du da vielleicht so ein paar Anregungen bekommst, an welchem Rädchen du drehen kannst, um vielleicht da das anderweitig zu regulieren. Also, Punkt Nummer 1, wenn du unstillbaren Hunger hast, ja, das unstillbarer Hunger oder manche nennen es auch emotionales Essen, hat was damit zu tun, dass du vielleicht eine Sehnsucht, einen Hunger nach etwas hast, was aber nicht Essen ist. Ja, also du versuchst da eine Sehnsucht zu stillen in dir, die gar nichts mit dem Essen zu tun hat. Und deswegen kannst du so viel essen, wie du willst, aber dieses Hungergefühl wird dadurch nicht gestillt. Ja, das kann sein, dass da vergrabene Wünsche sind, dass du jetzt mal ganz einfach nur so ins Blaue gesprochen eine Weltreise machen willst oder dass es da eine Sehnsucht nach einer Partnerschaft ist oder dass da irgendwie eine berufliche Veränderung oder irgendwie was in dir ist, eine Sehnsucht, die ja nicht gelebt wird bisher und die ruft da ganz laut, ja. Und da das wieder an den richtigen Platz zu bringen, indem du einfach vielleicht mal, wenn du merkst, du willst jetzt etwas essen, das nicht zu tun und zu gucken, was da vielleicht für Bilder hochkommen. Ja, was kommt da Bilder aus dir raus? Was ist da für ein Hunger? Auf was hast du wirklich Hunger? Ja. Das zweite ist, das kann sein, dass du gerade in einer Phase bist, wo du sehr starke Emotionen verarbeiten musst oder da sind. Ja. Sei es, dass da eine Lebenskrise ist, wie vielleicht bei mir zurzeit, oder dass du irgendwas in der Liebe, Partnerschaft, das ist auch oft stark, wirkt sehr stark aufs emotionale System, oder beruflicher Stress oder sowas, ne? Oder Ärger mit dem Boss oder mit dem Partner oder mit der Partnerin oder wie auch immer, dass da starke Emotionen sind, die verdaut werden wollen. Ja, und durch das Kauen, ja, durch das Essen verdaust du das, aber halt nicht direkt das, um das es geht, sondern du verdaust halt Nahrung. Ja, und das kann dann halt schon sein, dass das dann ansetzt, so, ne, weil du quasi an der falschen Stelle etwas versuchst zu verdauen. Ja, und wenn du das wieder zurückführst auf das, worum es eigentlich geht, ja, also da hilft dann vielleicht eine Atemtherapie, wo die Emotionen sein dürfen oder alle Therapieformen oder alle Orte, wo du mit deinen ganzen Emotionen sein kannst, auch beim Meditieren. Wenn die da sein dürfen. Ich weiß, bei manchen Gefühlen ist es wirklich sehr, sehr herausfordernd, ja. Eifersucht, Kummer, Wut, Aggression, ja, also vielleicht ist da auch eine Kraft in dir, die so raus will und du hast Angst, was damit passiert, ja, und dann boah, lieber deckeln und dämpfen und runterdrücken, indem du was drauf isst, so, ja. Schau einfach mal, was in Resonanz geht mit dir. Der dritte, letzte Punkt, den ich auch sehr, sehr gut kenne, ist das unkontrolliert oder dieser unstillbare Hunger, bevor ich meine Menstruation habe. Ja, so eine Woche vorher fängt das bei mir an und da könnte ich essen, so viel ich will. Und ich weiß mittlerweile, okay, es hat was mit diesen, also ich habe es bisher mal so auf die Hormone geschoben, aber auch die Hormone sind ja nur ein Synonym für etwas. Und ich hab so das Gefühl, ich bin meinen Hormonen so ausgeliefert. Ja. Also das, bei mir geht es darum, Situationen, wo ich mich ausgeliefert fühle. So, ne? Und das versuche ich durch das Essen zu verarbeiten. Und das mache ich auch immer noch auf diese Art und Weise. Ich versuche wach zu sein und dahin zu schauen, aber viele Frauen, einige von euch kennen das vielleicht auch,
Und auch da gibt es was zu entdecken, ja, wo das eventuell herkommt, weil nicht jede Frau hat diesen unstillbaren Hunger bei der Menstruation. Also es ist was ganz Individuelles. Und ja, da kann man halt auch schauen, ja, ob da ein Kinderwunsch ist oder ein Beziehungswunsch oder die Sexualität oder ja, was da so für Themen sein können, die mit deinem Frausein, mit deinem Muttersein oder so zu tun haben. Und ja, da kannst du auch mal schauen, ob es da irgendwas gibt, wo du sozusagen diesen unstillbaren Hunger anderweitig dann stillen kannst. Ja, das waren schon die drei Punkte. Vielleicht war was für dich dabei. Wenn du dich irgendwo ertappt gefühlt hast oder wiedererkannt hast, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Oder wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Hier erscheinen jetzt noch zwei Videos, vielleicht gefällt dir eins davon und du schaust noch weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao!